Abschied in Afghanistan. Vorerst zum letzten Mal überfliegen CH-53-Hubschrauber das Camp Marmal bei Masar-i-Scharif. 18 Jahre waren die Transporthubschrauber im Einsatz in Afghanistan. Jetzt werden sie abgelöst von NH-90-Mehrzweckhubschraubern. Die sind im November 2020 per Flugzeug nach Afghanistan gebracht worden. Insgesamt 6 Helikopter, jeweils 2 in einem Antonov-Transportflugzeug. Für die Überführung sind die Rotorblätter abmontiert worden. In Masar-i-Scharif werden sie wieder angebaut und die NH-90 flugbereit gemacht. Jetzt übernehmen sie die Aufgaben der CH-53. Wir haben im Endeffekt beide Tasklines, die auch CH-53 die Jahre über bedient hat. Das ist die Taskline Medevac und die Taskline Transport, jetzt übernommen. Das heißt, wir holen die Verwundeten dort ab, wo die Verwundung aufgetreten ist. Und deswegen sind wir ein sehr schnelles Rettungsmittel. Die zweite Taskline Transport ist im Endeffekt der ureigentliche Auftrag eines Transportfliegers, nämlich Transport von Personal und Material von A nach B. Ihre ersten heißen Einsätze haben die NH90 bereits hinter sich. Einer davon ist historisch, denn die NH90 gehörten zu den Hubschraubern, die die letzten deutschen Soldaten nach ihrem Auszug aus dem Camp Pamir in Kunduz ausflogen. Auch für den Staffelkapitän, der die Soldaten nach Massa flog, ein besonderer Moment. Ja, ein gutes Gefühl, was damit einhergeht. Und das war natürlich auch ein toller Eindruck, den ich dann da mitnehmen konnte. Zum einen, wie gesagt, das Personal sicher zurückzubringen. Und zum anderen weiß man, dass auch dort die Lage erstmal sicher ist und es weitergeht irgendwo. Von jetzt an werden regelmäßig Berater von Masar-i-Scharif nach Kunduz fliegen, um dort die Arbeit der vergangenen Jahre fortzusetzen. Für die NH90 ist Afghanistan kein Neuland. Sie sind 2013 und 2014 bereits Einsätze am Hindukusch geflogen. Die Crews der Mehrzweckhubschrauber sind bestens vorbereitet. Meine Hauptaufgaben sind quasi die Vor-, Nach- und Zwischenflugkontrollen, also des Hubschraubers, also quasi die technische Betreuung des Hubschraubers und unter anderem auch die Schwerpunktberechnung. Also das heißt, dass wir überwachen, was können wir noch an Zuladung in das Fahrzeug einladen und ja, im Falle dessen, dass wir draußen im Gelände irgendwo landen, sind wir halt noch das zweite Augenpaar für den Piloten, da die doch vorne aus dem Cockpit heraus eine sehr eingeschränkte Sicht haben. Die NH90-Helikopter können mit 2 Dorgannern besetzt werden. Gerade bei angespannter Sicherheitslage eine extrem wichtige Position. Eigentlich muss man hier alles beobachten, von einzelnen Personen bis hin zu irgendwelchen Menschenversammlungen, Gebäuden oder Fahrzeuge oder... Eigentlich muss man auf alles achten. Eigentlich schießen wir nie zuerst, immer erst, wenn auf uns geschossen wird oder wenn das wirklich zu 100% identifiziert ist. Bis dahin ist soweit immer nur beobachten und nach vorne melden, an die Besatzung melden, dass wirklich alle Bescheid wissen. Für die Medivac-Einsätze werden die NH90-Hubschrauber speziell ausgestattet. Dabei übernehmen sie einiges Material aus dem CH-53. Für den Arzt ist die Arbeitsumgebung enger als in der CH-53, aber es gibt auch Vorteile. Wir sind etwas schneller in der Luft als die CH-53, können daher quasi auch auf kleineren Flächen landen und die Bodentruppen schneller unterstützen. Die CH-53 zuvor hauptsächlich zum Sekundärtransport benutzt worden ist, also zur Verlegung von Krankenhaus zu Krankenhaus, können wir jetzt mit der NH90 gezielt auch den Forward Air Medevac, das heißt von der Truppe im Feld zurück in die nächsthöhere Versorgung. Zur Verabschiedung waren CH-53 und NH-90 noch einmal gemeinsam in der Luft. Mit dem Überflug über das Camp Marmal ist die Übergabe in der Luft abgeschlossen. Ab jetzt übernehmen die NH-90 allein.